So, meine lieben Homies und Homieinnen. Sagt man das so? Ach, egal. Leute, willkommen zurück zu My Party 4, Mann. Oh, was sollen denn diese scheiß Begrüßungen? Ja, wir sind in Part 11 angelangt und machen jetzt da weiter, wo Part 10... Okay, das macht Sinn irgendwie. Egal. Und ja, wir zocken heute Drucker, Presse und hauen sich am liebsten den Boho in die Fresse. Haha, das reimt sich. Und... Der, du Pisser, Alter, du bist schuld, dass ich im letzten Part keine schöne Zauberlampe gekriegt habe. Stattdessen hast du Daisy eine gegeben, die Platz höher ist. Scheiß Tittenbonus. Aber gut, egal, Leute, das war da draußen vor und zock unser Minigame. Und ich kündige schon mal ab an, damit jetzt alle schon mal gleich das Video ausmachen können, bevor es losgeht. Ich habe mir heute wieder ein Thema zum Knasseln überlegt. Ja, ist das nicht schön? Dadilo. Aber erstmal stelle ich mich hier hin und sicher mir einen Platz. Und damit werde ich nicht zerquetscht. Ja, das ist doch ziemlich geil. Oh mein Gott, die Tussis und der Affe, die sind richtig mega steil. Die haben gerade mitten in der Mitte da gepoppt. Sah ein bisschen creepy aus. Nein, ich weiß, die haben nichts gemacht, aber egal, hey Leute. Lass mal meine versaute Fantasie. Aber gut, worum es heute geht, eigentlich hatte ich da ein bisschen Respekt vor, das anzusprechen. Und weil ich habe mich da vor ein paar Tagen mit einem Kumpel drüber unterhalten und der meinte so, ach komm mal, ey, komm, die Zuschauer sind doch gewohnt, dass du mal nur über Scheiße laberst. Von daher müsste ich mir da keine Sorgen machen. Und irgendwie fand ich das Argument sehr überzeugend. Tschüss, Alter. Und ja, worum es geht ist, ich habe letztens mal die Google Analytics geguckt und ich dachte so, okay, ja, gut. Und es werden einem schon schwer stöhnen. Ja, es geht wieder mal ums Geld, indirekt jedenfalls. Nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe ihm das erzählt und er meinte so, ja, ist doch scheiße, willst du deinen Leuten nicht mal auf den Finger? Und ich sag, kann ich doch nicht machen, weil sowas ist doch ein freies Land, man kann doch machen, was man will quasi. Und der meinte so, aber hey, komm, und dann hat er mir so ein paar Aspekte aufgezielt, wo ich dachte, eigentlich hat er ja ein bisschen recht. Nee, worum es geht, oder schwer zu erklären. Also man kann ja, seitdem ich ja jetzt Partner bin, kann ich ja in Google, in den Analytics, jetzt muss ich ja gucken, wie kommt man so, ach komm, ich laufe einfach. Halt die Fresse und mach einfach. So, wo komme ich hin? Eine 7. Schön weit bitte, ich will ja aufholen. Oh nein, ich bin vor Daisy gelaufen und die hat einen großen Pilz. Oh, dumm. Dumm, dumm, dumm. Oh nein, okay, mein Minispielgeld ist damit instant weg. Na, was soll's. Und worum es geht ist, ja, ich kann ja gucken, wie viele, das denken viele nicht, daher denke ich mal, kommt das auch für euch überraschend, als Partner kann man nicht nur gucken, allgemein, wie viel Geld man, so schätzungsweise, ich darf natürlich wieder keine Zahlen nennen, leider, wie man da, wie viel man verdient, ne? Und der Haken ist eigentlich folgender, pass auf. Man kann nicht nur gucken, wie viel man verdient, sondern auch, wie viele Aufrufe auf dem Kanal eigentlich überhaupt insgesamt monetarisiert sind. Heißt, auf wie vielen Aufrufen läuft überhaupt Werbung? Weil natürlich, das, was man verdient, richtet sich ja nicht nach Klicks, sondern nach, ja, der abgespielten Werbung. Wenn Werbung nicht abgespielt wird, dann kriegt der YouTuber auch keine Knete. So sieht's aus und, ihr werdet schon erraten haben, es geht um Werbeblocker allgemein. Weil ich dachte so, an sich, Werbeblocker habe ich auch benutzt. Oder ich benutze sie immer noch, aber nur für bestimmte Seiten. Weil ich habe mir... Wow, es gibt ein Bomben-Battle. Nein, es gibt Bowser-Battle. Oh, und da war platt gewalzt, Alter. Jetzt habe ich schon fast kein Geld mehr. Wie scheiße. Kackaffe. Los, zieh allen Geld ab. Ihr habt mir alle Geld gestohlen. Oh, das ist ja mal der echte Bowser. Das war jetzt eigentlich so eher... Nee, kniet vor Bowser nicht. Oh. Bowser Revolution! Oh, oh, was kommt jetzt da? Kleine Bowser Revolution, ihr müsst zuerst, wer nicht Münzen Revolution aussuchen könnt. Ich will... Oh nein! Oh, alle haben wieder gleich Geld. Nicht so cool. Eben hatte ich noch so schön viele Moneten. Naja, und oh, 1-3 Game. Oh, ich muss Daisy helfen, Geld zu gewinnen, die Scheiße. Und... Oh nein. Ich wusste, das war so typisch. Nee, und worum es mir geht, eigentlich finde ich einen Werbeblocker-Einsatz gar nicht schlimm, weil viele Seiten sind wirklich extrem werbeverseucht und selber auch verständlich, dass man einen Werbeblocker nutzt. Und ich will mich gar nicht drum herum reden. Ich nutze auch einen Werbeblocker auf vielen Seiten, weil einfach die Werbung früher auch teilweise mein PC herbe verlangsamt hat. Denn Werbung, ganz im Ernst, Alter, ist manchmal animiert und frisst auf einer Seite, wo gar kein Video ist, ist plötzlich doch Werbung zu sehen, was ich einfach mal voll scheiße finde. Und da habe ich auch vor einiger Zeit immer noch einen Werbeblocker benutzt. Und seit ich mal den neuen Computer habe, habe ich den auf gewissen Seiten ausgeschaltet. So auf Anime-Seiten, die halt ihre Subs ja nicht wirklich finanzieren, sondern halt einfach nur über Spenden und über Werbeeinnahmen ihr Geld verdienen. Daher habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du den Werbeblocker auf solchen Seiten einfach mal aus. Der Donkey ist gerade abgestürzt, das heißt, wir kriegen viel Geld, finde ich schon mal schön. Und das
Und der hat natürlich auch auf YouTube auch den Werbeblocker ausgemacht, weil ich dachte, wenn ich schon mal einen YouTuber gucke, kommt ja nicht so häufig vor, dass ich Zeit dafür habe, dann möchte ich natürlich auch diese unterstützen, ist ja ganz klar. Und ja gut, man muss sich die Werbung halt angucken, aber ich mach's meistens so halt, ich klicke die Werbung, also ich klicke das Video an, weiß gleich, kommt Werbung und dann denke ich mir so, ja gut, dann bis in 30 Sekunden oder wie lange so ein Werbevideo manchmal geht, da kann man auf Klo gehen oder sich was zu trinken holen oder ein paar Snacks, sich zum Naschen holen, irgendwas, gibt ja immer irgendwas, was man tun kann. Ist wie die Werbepausen im Fernsehen, bloß nicht ganz so nervig, weil da kommt ja alle 20 Minuten eine 10 Minuten Werbung, ne, so ist es ja mal leider. Da ist die Werbung auf YouTube teilweise echt noch harmlos, vor allem die halt unten nur so, ohne das Video zu stoppen, eingeblendet wird, das ist, finde ich, nicht schlimm. Und wie gesagt, die Werbung auf YouTube ist auch nicht sehr penetrant. Da dachte ich so, gut, machst du so, ausschalten. Weil man muss mal ehrlich sagen, wenn die Firmen, die Werbung einschalten, die sind ja selbst schuld. Denn quasi zwingen sie Leute ja damit, sowas wie Adblocker zu nutzen, weil man ja sonst kaum irgendwie sich mal auf... Vor allen Dingen, manche Werbung ist sogar noch dann teilweise Viren versenkt, Viren verseucht. Und das ist wirklich der Moment, wo ich sage, eigentlich ist es ja verdient. Aber andererseits muss ich sagen, das nimmt ja teilweise natürlich auch überhand, ist ja keine Frage, weil jeder will so gesehen quasi keine Werbung haben und trotzdem schön schnell surfen, kann man ja auch verstehen, ne? So, ich mir denke, was kaufe ich mir jetzt? Megapilz lohnt ja eigentlich kaum, eigentlich lohnt sich hier gar nichts kaufen. So, ich will nichts kaufen. Mir bietet er natürlich wieder keine Zauberlampe an übrigens, ich wollte es nur mal angemerkt haben. Auch nicht als Entschuldigung für den letzten Part und ich werde rot, na toll. Und... wie gesagt, ich will auch niemand verurteilen für, ganz ehrlich. Aber mir ist aufgefallen, in den monetarisierten Aufrufen stehen beim... standen, fangen wir mal so an. Vor mir vor 2 oder 3 Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her war. Ist schon ein bisschen her, dass ich mit ihm darüber gequatscht habe und da mal reingegoogelt habe. So oft bin ich nicht bei den Analytics drin, jedenfalls nicht so genau. Und habe gesehen, das waren vor 2, 3 Monaten noch von 22 etwa und sagen wir mal ein bisschen über 20.000 monatlichen Aufrufen sind 6.000 noch monetarisiert gewesen. Das ist gut ein Drittel. Heute, in 2, 3 Wochen später, sind es bloß noch von 200, also ich habe letztens kurz geguckt, von 22.500 Aufrufen sind noch 3.000 monetarisiert. Das sind nicht mal 15%. Das ist, hat herbe abgenommen. Natürlich hat man natürlich auch gesehen, dass meine quasi Finanzkurve echt in den Keller geschossen ist. Weil ja gut, ob man jetzt da... Es sind natürlich keine echten Zahlen, nicht, dass mich jetzt jemand drauf festnagelt. Ob man jetzt so 1 Cent oder 1,5 Cent verdient, macht natürlich für mich jetzt nicht groß Unterschied. Andererseits natürlich für größere Firmen kann ich mir vorstellen, oder auch für Firmen, also für so Fansites, so Anime-Websites oder Subgruppen, die Werbung blenden, um ihren Service aufrechtzuerhalten. Die verdienen damit nicht, die wollen ja einfach nur ihre Serverkosten bezahlen. Oder auch Seiten, wo man gewisse Spiele in digitaler Form runterladen kann. Ich will jetzt natürlich hier keine Namen nennen oder so, ne? Die machen sowas auch, da sind auch Werbeeinblendungen, nur einfach um ihre Server zu finanzieren, auf denen die Spieler... Change da gerade bei mir den Platz, der dumme Hurensohn? Willst du irgendwie gefistet werden, Kumpel? Oder hast du irgendwie Bock auf die Fresse zu kriegen oder so? Asozial, ey. Und wie gesagt, mich juckt's jetzt nicht, mein Gott. Meine, eigentlich wollte ich mal ursprünglich zwar natürlich die YouTube-Einnahmen wieder in neues Equipment reinvestieren. Quasi habt ihr es also ein bisschen behindert, indem viele Leute echt Adblocker benutzen. So, was geht denn jetzt hier ab, Alter? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Sudo Third Person Black View of Donkey Monkey. Was macht der da gerade? Wie fies, man kann einfach geradeaus gehen. Aber wo kommt man denn an? Hier ist ein Grabstein. Wie cool, er ist einfach quer über die Map gedödelt. Und ist jetzt somit wieder zurückgekommen. Wow, Donkey, du bist ja echt ein schlauer Affe. Und das ist halt der Haken daran. Finde ich nicht schön, aber hey, man soll... Oh, er kauft sich einen Megapilz, ist klar. Donkey will noch fetter werden als sowieso schon. Und wie gesagt, mich juckt's nicht so sehr. Aber für Firmen stelle ich mir echt vor, dass da sogar teilweise Arbeitsplätze dranhängen. Weil stellt euch vor, die verdienen... Wow. Ihr seid doch alles abge... Ihr seid scheiße. Wie kacke, weißt du, echt, er hat den übelsten Umweg gemacht. Ich hab eine Kiste mit Sternen gefunden. Monkey. Wie kacke ist das denn? Ich bin das 1-3er-Opfer, na geil. Oh nein, ich darf vor den Arbor-Spacken wegrennen.
Und na, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ja nur auf YouTube den Adblocker ausmachen und auf Seiten, wo ihr denkt, dass es eigentlich unfair, also ein bisschen unfair ist denen gegenüber, weil ich denke mal, da hängen sogar teilweise echt Arbeitsplätze dran, aber ganz ehrlich, wenn man so irgendwie über die Werbung viele 1000 Euro Einnahmen macht und davon gehen 90% verloren, dann gehen da viele 1000 Euro verloren mit Leuten, die sich sagen, ich habe keinen Bock, Werbung zu gucken, obwohl trotzdem die Service alle kostenlos sind. Man muss halt bloß immer ein bisschen Zeit investieren. Und wer sich im Internet rumtreibt, der investiert so wie jede, sowieso jede Menge Zeit halt eben für das eine oder für das andere. So, da ist eine Banane, da möchte ich nicht rauflaufen. Ich weiß nicht, wie doll mich die Stacheln treffen. Der Affe freut sich, dass er getroffen hat. Haha, Peach ist scheiße. Geil. Scheiße, wa? Hui! Twisting Mode aus Ende. Na, na, na. Na, na, na. Oh, ne geile Banane. Cool. Zoom. Na. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Quulz, oh, voll die Sitz zerlegt. Geil. Und ich kann mir echt vorstellen, ich hab's das schon echt x-mal wiederholt wieder, aber schlimm, wenn das Spiel dann immer unterbricht. Ich denke, da hängt echt Arbeitsplätze dran. Und da finde ich schon ein bisschen schade, weil man muss echt mal sagen, viele Services bleiben wegen der Werbung kostenlos. Gut, manchmal mag es nerven, aber wenn sie nicht zu werden, nervig ist, denn also viele Leute, denke ich mir, werden noch einen PC haben, wo die Werbung jetzt nicht so schlimm ist. Bei meiner alten Krücke ist klar, da ist sowieso jedes kleine Fitzelchen an Werbung gestört, selbst wenn es nicht animiert war. Und daher verstehe ich es nicht, ob man nicht einfach irgendwo auf Seiten, wo ich sage, da bin ich regelmäßig unterwegs. Hier lade ich immer irgendwie oder drunter oder hier gucke ich meine Serien oder Filme oder Animes. Da verstehe ich nicht, warum man die Leute nicht einfach auch, na, unterstützen kann man das nicht mal sagen. Einfach nur, um diesen Service aufrechtzuerhalten, ist es doch für den Selbsterhaltungstrieb, man will diesen Service ja weiter haben. Ist es doch eigentlich clever, den Webblocker auszuschalten. Na gut, dass er bei mir keine Werbung mehr vor jedem Video sehen wollt, kann ich irgendwo verstehen. Andererseits finde ich es auch immer Kristall. Hm. Ach komm, bringt mir trotzdem. Ich kann ja trotzdem. Oh, da kann ich mir vielleicht von irgendjemand mal irgendwann eine hier so ein schöner, hier so ein Ding klauen. Ja, da wäre mal geil. Aber gut, Mike eher nicht. Wieder nur Scheiße, meine Boot. Wieder keine Zauberlampe übrigens. Obwohl ich Dritter bin mittlerweile. Dann geh mich auf den Nerv. Der kriegt ja nicht gutet. Buh, mag mich nicht. Buh, don't like me. Und naja, auf YouTube, da bin ich gespaltener Meinung. Einerseits kann ich nicht verstehen, dass ich einfach keinen Bock habe, Werbung zu gucken. Andererseits muss ich sagen, für mich persönlich ist es natürlich ungünstig, weil ich natürlich dadurch nicht so schön aufrüsten könnte, wie es vielleicht möglich wäre, wenn, weiß ich nicht, mehr Zuschauer, ich würde gerade springen, wenn die Wachstumsrate, weil überleg mal, in 2-3 Monaten von 70% Blockernutzer auf 85, über 85%, das ist ein gewaltiges Wachstum. Und Donkey, ich hoffe, du machst nicht mich platt, obwohl ich hier nur neben dir stehe. Ich bin dann ganz friedfertig. Und naja, wie soll man das erklären? YouTuber und Zuschauer. Ganz ehrlich, ich bin doch auch nicht viel anders. Ich bin genauso ein Mensch wie ihr. Ich hab dieselben Bedürfnisse. Ich mache dasselbe wie ihr. Ich zocke, ich spiele, ich schlafe, ich esse, ich trinke, ich gehe auf Klo. Ihr wisst, was ich meine. Und der Donkey ist einfach mal dumm und rennt einfach mal über den. Ach nee, man muss ja da unten hin. Wie kommt man da zum Henker nochmal hin? Die rennen ja alle rum wie Falschgeld. Ganz im Ernst. Ist nicht so cool, ne? Ich muss mir das jetzt gleich mal angucken nach dem Minispiel. Und wie gesagt, bei YouTube bin ich echter gespaltener Meinung. Weil, wie gesagt, also wir leben in einer Symbiose, wir zwei. Du und ich. Und du und ich, wir leben in einer Symbiose. Hört sich krank an, aber ich mache Videos für euch, die sind für euch komplett kostenlos. Ich meine, mittlerweile kann man auf YouTube sogar, um der Werbung entgegenzuwirken, kostenpflichtige Kanäle. Warte, nee, das geht aber nicht. Das kann man nicht machen. Videos sind und bleiben kostenlos und die bleibt ja auch, wenn ihr Werbung guckt, bleibt die ja theoretisch auch kostenlos. Einzige, was halt kostet, ist manchmal ein paar Sekunden, die aber eigentlich nicht schlimm sind, weil naja, wenn man es mal so betrachtet, quasi, eigentlich sind Videos gucken ja eine Freizeitunterhaltung und die ist halt, ja, wenn man jetzt sich irgendwelche Pädagogen anhört, das ist alles Zeitverschwendung und wenn man eh schon Zeit verschwendet, dann kann man auch noch 30 Sekunden auch für die Werbung abgeben. So, ich muss A, B drücken, fällt mir auf, das hätte ich gerade fast verpennt. Na, 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 na. Und jetzt gebe ich erstmal richtig Gas, dieb, dieb, dudelidu. So, ein bisschen langsamer. Und jetzt mal richtig Stoff geben, Mario, machen, gib doch Gas. Oha, oh, man kann den Damen unter den Rock gucken, interessant. Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen, ich muss richtig schön speeden.
Speeden muss ich doch ganz schnell. Ja, 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 lief, läuft gut, Leute. Denk mal, das werde ich hier gedidded haben. Gleich in ein paar Sekunden. So, und ich bin durch und nochmal ein Stück schneller gewesen als letztes Mal. Und, ja, wie gesagt, ihr guckt meine Videos, ich mach sie. Das ist alles kostenlos. Ich hab indirekt nicht wirklich... Ich bezahle nichts dafür, dass mein Konto auf YouTube erhalten hat. Das heißt, ich habe nicht sowas wie andere Leute Serverkosten. Das macht ja YouTube quasi für mich. Aber gut, dafür kriegen sie ja von meinen Einnahmen ein paar Prozente ab. Was natürlich den Ausgleich quasi macht. Weil YouTube nimmt, glaube ich, eine ganze Menge Knete ein über seine ganzen Partner. Ich glaube, dass die überhaupt noch nichts, gar nichts gegen Werbung gemacht haben, weil ehrlich glaube ich, dass die... Also, ganz ehrlich, YouTube wurde ja von Google gekauft. Nehmen wir mal theoretisch an, dass Google irgendwann für... dass YouTube für Google irgendwann keine guten Zahlen mehr schreibt, dass da irgendwann rote Zahlen in den Bilanzen stehen. Dann kann ich mir vorstellen, dass Google einfach keinen Bock mehr hat auf YouTube und die einfach von sich abstößt und dann wäre YouTube futsch quasi. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren würde. Das würde natürlich einige Zeit an roten Zahlen nach vorne, weil natürlich versucht eine Firma in erster Richtung erstmal durch Änderungen am System irgendwie versucht, wieder aus roten Zahlen wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen und wieder Profite zu machen. Weil wirklich, Google ist halt einfach YouTube-orientiert. Es gibt Leute, die haben ja behauptet, ja, Werbeblocker brauche ich nicht. Google hat doch so viel Knete, YouTube wird nicht pleite gehen. Aber Leute, bevor Google pleite geht, wird YouTube schon viele Jahre nicht mehr geben, weil ich denke mal, YouTube wird eines der ersten Services sein, die Google abstoßen wird. Weil das ist ja theoretisch nicht Google-eigen. Heißt ja nicht Google-Tube oder irgendwie so ein Scheiß. So, wie kommt man da hin? Ach, von unten? Wie fies! Wie soll man denn... Was zum ficken Henker? Das ist ja fies. Muss man erstmal hinkommen. Wie scheiße. Man kommt voll schwer zum Start zurück. Wie scheiße. Ich glaube, demnächst muss ich mir echt einen Buchu-Kristall kaufen. Ganz ernsthaft. Und wie gesagt, ich mache Videos kostenlos und ihr guckt sie kostenlos. Das ist ja alles schön. Und die Haken ist aber, ihr könnt immer Videos kostenlos gucken, auch wenn ich aufrüste. Aber fürs Aufrüsten muss ich einfach Geld bezahlen. Das geht euch in dem Fall nicht so. Klar, man könnte Spendenkonten oder so einen Käse machen, aber ganz ehrlich, erstens glaube ich nicht, dass das wirklich jemand machen würde und ich will es auch gar nicht, weil ihr sollt auch mit eurem Geld besser anfangen, als mich damit zu unterstützen. Wenn mir jemand Geld spenden will, dann aber doch nicht mir. Weißt du was, ich gehe mal geradeaus. So komme ich wieder mal anfangs an den Start zurück. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. Hallöchen, du. Und... Ja, von daher, ich überlasse es euch, aber ich wäre euch natürlich trotzdem auf jeden Fall dankbar, wenn ihr vielleicht einfach nur auch auf YouTube, um eure Lieblings-YouTuber einfach auch ein bisschen zu unterstützen. Oder ihr schaltet auch YouTube nur aus, wenn ihr meine Videos schaut. Oder ihr denkt so, nee, den Kackspastin von Lord, der hält sich da selbst für den coolsten, den unterstütze ich nicht. Und dafür unterstützt halt, weiß ich nicht, Grunk oder was gibt's noch für tolle YouTuber hier? Kennen die ja alle Typis ja nicht irgendwie. Bin da jetzt hier nicht so der Akt. Wer kauft die denn da? Ein Sparky-Sticker? Elektroschocking-Kur, wa? Hat eh nicht so viel Geld, aber gut, wenn sie das machen will, von mir aus, ist mir egal. Und, was ist der Haken daran, ne? Man kann sich ja aussuchen, man kann ja sagen, oh, ich gucke jetzt wieder die Videos bei dem und dem, da kann ich wieder meinen Blocker für eine Weile ausschalten und auch wieder einfach anmachen. Und wie gesagt, es geht einfach auch nur auf bestimmten Websites abzuschalten. Das müsst ihr euch mal ein bisschen informieren, indem man einfach nämlich in die Add-ons geht, auf der Seite, wo man gerade ist, und dann kann man da irgendwie im Kontextmenü anklicken, auf so und so Seite.de deaktivieren und schon ist die ganze Sache eigentlich geritzt. Und das ist halt das Coole daran. So, Daisy fliegt mir einfach hinterher, die blöde Kuh. Was hat die davon? Du hast gar nicht genug Geld. Was hast du vor? Okay, da kann man schon mal nichts machen, wenn man nicht groß ist. Vielleicht sollte ich mal, wenn ich klein bin, da rein. Das wäre schon mal geil, ne? So, Kumpel Donkey will erstmal rocken, die Bude hier. So, nimmt einen Mini-Pilz, ja, warum auch immer. Wenn er machen will, soll er machen. Und wie es... Ich überlasse es euch. Aber, ja, es ist schon ein bisschen unfair. Weil, wie gesagt, ihr würdet weiter nichts für Videos zahlen. Und ich hätte halt vielleicht mal die Möglichkeit, irgendwann auf Wii U Let's Plays aufzurüsten. Gut, ich gebe natürlich zu, das ist nicht ganz uneigennützig. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mir eine Wii U kaufe, kann ich zwar Let's Plays machen. Das ist in dem Sinne eine Erweiterung für die Let's Plays. Aber natürlich kann ich damit auch privat zocken. Das heißt, das ist nicht nur für die Let's Plays. Aber ist schon schade, wenn ich überlege, ich habe natürlich ein Gaming-PC auch mitunter, na, sagen wir mal, größtenteils, vor allem in dem Ausmaß mit 600 Euro, was für mich eine verdammt große Summe war, muss ich mal so ehrlich zugeben, gekauft. Auch teilweise natürlich für die Let's Plays und ist natürlich schade, wenn man dann sieht, dass die Leute immer mehr Werbeblocker einschalten. Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße.
Verstehen kann ich es trotzdem irgendwie auch, weil ich selber auch Videos schaue. Und das Werbung schon ein bisschen nervig ist, so irgendwie klar. Na kurz. Nein! Oh, verdammt! Nein! Pfosten! Du bist ein Pfosten, Alter! Oh, ich lade mal zu lange auf. Scheiße. Ich habe nur ein Tor geschossen. Nein! Komm schon, jetzt vollziehen! Oh, ich schieß hier überall hin! Bloß nicht da, wo es hingehört. Ich hab nicht ein Tor geschossen, ich Nutzloser. Okay, Fail an mich selbst. Wir haben nicht gegen Daisy gewonnen beim Fußballspielen. Oh, wie geil. Naja, ich habe weder Skill als Tormann noch als Schütze. Supi. Das zeigt's. Oh nein. Ey, komm, beklau Daisy. Die hat Stern, ich nicht. Ich bin voll außen vor, ne? Ich wollte es nur mal anmerken, ne? Na, Münzen oder Stern stehlen? Was soll ich machen, Mann? Münzen stehlen mehr als eh an Geld. Und? Wie fies? Warum von mir? Ich hab gar keinen Stern. Mann, push dein Button! Verpiss dich, du Drecksgeist! Warum, Mario, machst du nicht irgendwie eine Feuerballattacke? Also, normale Attacken haben gegen Geister keine Wirkung, wenn ich jetzt mal Pokémonisch reden darf. Na, Mann, 18 Münzen, was ist das alt? Pichu, dumme Schlampe, du stillst deinen eigenen Mann. Ich wusste ja, die Frauen klauen den Männern das Geld aus der Tasche. Aber egal. Und ich glaube, ich lasse uns das Thema mal so einfach mal beenden, so wie ich es jetzt vorgeholt habe. Es überliegt trotzdem eure Hand. Ihr seid es, euer Computer. Es ist eure Welt. Ihr könnt machen, was ihr wollt letztendlich. Aber trotzdem möchte ich auch mal ein bisschen an den Hilfsverstand einiger Leute appellieren. Und, aber wie gesagt, die Leute, die mir empfohlen haben auf Facebook, da habe ich letztens auf Facebook was Kleines gepostet. Und die meinten, ja, mach doch Spendenkonto. Wenn die Leute schon nicht mal mehr Werbung gucken wollen, dann würden sie bestimmt auch nicht spenden. Das wäre Schwachsinn. Einer hat mal gespendet, war der liebe Dosho88. Grüße nochmal an den, wenn er diesen Part hier sieht. Ach ja, ein sehr lieber Mensch, muss man sagen. Dann würde ich mich mal im Chat unterhalten. Er ist sehr sympathisch. Und er ist selbst nur armer Student. Das ist eigentlich, muss man sagen, eigentlich lobenswert. Gleichzeitig muss ich sagen, aber auch eigentlich ein wenig tollkühn, weil die meisten von euch kennen mich gar nicht privat. Würde ich einem Fremden einfach so Geld spenden? Ist schon kurios, aber hey, es gibt solche und solche, ne? So, wie macht man dieses Kackfeld hier an? Ich verstehe das nicht. Muss ich da wieder hier dieses an dem Schalter da vorbeigehen, wo das für ein Ausgang ist? Ihr könnt natürlich einfach hier runterlaufen. Das Problem ist, ich habe ja jetzt ja nicht mehr genug Geld, um hier mit Geist-Action Klaue zu machen und so, ne? Das ist ja die Kacke. Und jetzt nach links gehen? Dann komme ich ja wieder nach links. Dann komme ich ja wieder nicht zum Stern. Das ist doch scheiße. Ach, Mann, ey. Leute, kriegt die Motten echt noch. Das ist echt nicht cool. Aber ich glaube, ich werde mal was versuchen. Ja, das ist eine Idee. Aber ich glaube, wie viele Turn haben wir? Ich glaube, das waren die heutigen 20 Minuten wieder von Mario Party 4, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt es euch ein bisschen zu Herzen. Wie gesagt, mich stört es nicht wirklich. Aber ihr müsst da nicht die ganzen Supper und die Anime-Fangruppen und Halle so irgendwie down machen. Oder irgendwelche ROM-Download-Seiten, die haben auch Werbung. Und auf den allen Seiten habe ich auch die Werbung angelassen. Einfach nur, um die nicht zu unterstützen, aber um den Service, den ich selbst nutze, auch zu erhalten. Das ist der reine Selbsterhaltungstrieb meiner Unterhaltung quasi. So, und in dem Sinne danke ich euch natürlich wieder fürs Zuhören heute auch mal, nicht nur fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mario Party 4 und bis dahin wieder mal. Danke fürs Zusehen, macht's gut, haut rein, tschüss, Sikowski und ciao.